Ukrainische Panzer im Osten der Ukraine, zwischen den Städten Luhansk und Donetsk, nahe der Front. Nicht weit von hier kämpfen Soldaten gegen die russische Armee. Am Himmel sind Spuren von Geschossen zu sehen. Im Dorf Plipchatine sind Häuser zerstört. Tote Hühner ohne Kopf liegen auf der Erde. Das Innere dieses Hauses lässt darauf schließen, dass die Bewohner in aller Hast geflüchtet sind. Nicht weit davon, nahe Bachmut, wirkt diese Szene wie ein Idyll. Kinder tollen lachend mit Kühen herum. Doch der Hintergrund ist ein ernster. Die zwei Frauen, sie sind Schwestern, sind in der Landwirtschaft tätig und konnten nicht einfach mit ihren Kindern fliehen, wie andere in der Region. Ohne die Kühe komme ich nicht über die Runden und man kann nicht einfach mit ihnen umziehen. Das ist unmöglich. Ich hoffe wirklich, dass wenn jemand zu schießen beginnt und uns sieht, seine Hand zittert und er beschließt, nicht zu schießen. Wer weiß, was in den Köpfen mancher Leute vorgeht. Die Kühe haben sich schon an die Kampfgeräusche gewöhnt, erzählen die Frauen. Sie selbst haben Angst, aber eine Alternative sehen sie nicht für sich. Wir schauen Nachrichten und verfolgen, wo die Frontlinie ist, wie sie sich verändert. Wir wissen, wie sie sich bewegt, wo Soldaten sind und geschossen wird. Wir hoffen wirklich, dass so etwas wie in Mariupol nicht in Bachmut passiert. Davor haben wir wirklich Angst. Das ist wirklich angsteinflößend. Die südliche Hafenstadt Mariupol ist mittlerweile fast vollständig zerstört. Auch Bachmut wurde laut den Schwestern bereits getroffen. Sie hoffen, dass der Krieg an ihnen vorüberzieht und dass die ukrainischen Soldaten die russischen Truppen zurückdrängen werden.